Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Und wir starten heute mit dem Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Stadtrat, ich würde gern nochmal mit dem Thema Corona beginnen, obwohl die Zahlen ja eigentlich zurückgehen und zum Glück das Thema ja auch in den Medien immer mehr verschwindet. Wir haben dennoch heute rund 8000 Neuinfektionen. Haben wir Corona Ihrer Meinung nach schon überwunden oder trügt der Schein? Nein, überwunden haben wir es ganz sicherlich nicht. Wir haben jetzt diese Omikron-Welle überwunden, das können wir schon sagen. Also diese starke Welle, die uns jetzt 3 Monate lang beschäftigt hat, das haben wir überwunden. Wir haben es noch nicht hinter uns, aber wir haben es überwunden. Also wir sind jetzt definitiv in einem starken Rücklauf aller Infektionszahlen, aber das heißt ja nicht, dass es keine mehr gibt. Aber es ist ein starker Rücklauf. Wir sehen jetzt endlich auch einen starken Rückgang bei den Neuaufnahmen im Spital. Unsere Spitalzahlen sind nach wie vor oben und sehr hoch, weil diese zweite Mutation, diese zweite Welle stärker geprägt wird, dass sie kränker macht als die erste Welle. Das war das, was wir befürchtet haben, dass diese BA2-Mutation problematischer wird. Und das zeigt sich jetzt eben auch im Spital. Gott sei Dank geht sie nicht so sehr auf die Atmungsorgane, aber sie geht dramatisch auf die anderen Organe. Und daher haben wir so viele Patienten nach wie vor im Spital, aber wir sehen eindeutig, dass jetzt alles auf Entspannung geschaltet sein kann. Im Hinblick darauf kommt jetzt noch eine Welle vor dem Sommer auf uns zu. Aber fix ist, davon gehen alle einfach aus auf der ganzen Welt, und zwar sehr nachvollziehbar, dass wir im Herbst auf jeden Fall damit rechnen müssen, von einer neuen Mutation, in welcher Form auch immer, wieder bedrängt zu werden, um das einmal so zu formulieren. Und daher wird es auch notwendig sein, dass wir uns wirklich gut wappnen und im August, September dann entsprechend die Bevölkerung wieder motivieren, zu einer Vorsorgeimpfung zu gehen. Jetzt wurden ja die Gratistests massiv zurückgefahren. Wien war ja dagegen und auch Sie. Hängt das Ihrer Meinung nach auch damit zusammen, dass die Zahlen derzeit so runtergehen, oder geht die Viruslast wirklich zurück? Nein, also wir haben genügend Tests, um beurteilen zu können. Ist jetzt nur der Schattenraum, also der, den wir nicht kennen, größer geworden? Ja, der ist in einigen Bundesländern größer geworden und wahrscheinlich auch bei uns ein bisschen größer geworden. Aber nein, wir haben nach wie vor, wir haben vorgestern, glaube ich, oder gestern 190.000 Tests gemacht in Wien an einem Tag. Also die Wiener Bevölkerung hat das mit dem Testen schon, wissen wir ja seit vielen Monaten so verinnerlicht und kennt und weiß um die Bedeutung des Testens, sodass die Menschen nach wie vor zu den Tests gehen. Und man muss ja wirklich fairerweise sagen, dass der Gesundheitsminister hier ja doch dem Wunsch der ÖVP sehr stark Parole geboten hat. Die ÖVP wollte das ja wirklich auf Null runterfahren, das Testen. Und da hat der Gesundheitsminister offensichtlich wirklich erfolgreich gekämpft. Wir haben jetzt eine Regelung, mit der er schon leben kann. Ich habe immer gesagt, wir brauchen die vielen Tests in Phasen der Hochinzidenz. Wir kommen jetzt in die Phase, wo wir sehr wenige Testzahlen, wenige Infektionszahlen haben und daher es auch vernünftig ist, mit dem Testen zurückzufahren. Also da spricht ja nichts dagegen. Wir haben ja nie getestet um des Testens willen, sondern es geht immer darum, in einer Phase, in der ein Anstieg kommt, dann muss man wieder viel testen können. Und sowieso während der Höhepunktphase muss man viel testen können. Aber wenn die Zahlen runtergehen und dann unten sind, ist überhaupt gar kein Problem, weniger zu testen. Aber Herr Stadt, das ist ein gutes Stichwort. Sie haben gesagt, man muss es dann wieder hochfahren können. Also jetzt heute LiveBrain, die diese Alles-Google-PCR-Tests großteils auswerten, die Hälfte aller Mitarbeiter gekündigt. Wie schnell kann man denn dieses System dann, wenn es im Herbst wieder ansteigende Zahlen gibt, wieder hochfahren? Ja, es wird notwendig sein. Ich meine, wir haben jetzt einmal ein Testregime bis Ende des Juni. Es wird notwendig sein, dann im Zusammenhang mit der Herbstplanung auch über die Frage der Teststrategie und der Finanzierung des Testens durch den Bund Klarheit zu bekommen. Aber ich bin da gar nicht einmal so pessimistisch. Der Gesundheitsminister hat sich mit den Gesundheitslandesräten vereinbart, dass wir uns mit der Herbststrategie beschäftigen. Wir haben eine gemeinsame Sitzung ausgemacht in der ersten Maiwoche, wo wir da uns intensiv damit beschäftigen. Da ist das Thema Testen auch ein Thema. Dass die Firmen natürlich kapazitätsmäßig reagieren, ist nachvollziehbar. Wir machen das ja auch. Wir haben Mitarbeiter im Contact Tracing, die wir jetzt nicht mehr benötigen in dieser Dimension. Wir haben Mitarbeiter in der Bescheiderstellung, die wir in dieser Dimension nicht mehr benötigen. Wir haben Mitarbeiter im Bereich der Impfstraße, im Bereich der Teststraßen, die nicht sozusagen LiveBrain-Mitarbeiter sind, wo überall reduziert wird. Das ist
der logische Vorgang. Ich bin aber zuversichtlich, dass das Labor genug Kraft hat, und deswegen ist ja die Hälfte der Mannschaft bleibt ja auch, genug Kraft hat, um dann im Herbst wieder in die volle Dimension raufrüsten zu können, respektive dann, wenn es notwendig ist. Ich rechne ja an sich damit, dass wir ab August, Mitte August, so wie in den vergangenen beiden Jahren, wieder einen Anstieg der Infektion sehen. Das wird kommen mit den Reiserückkehrern. Also wir werden sicherlich im Sommer gemeinsam mit allen Medien auch motivieren müssen, dass die Menschen, die aus dem Urlaub zurückkommen, wieder anfangen, sich zu testen. Wir werden dann in die Phase kommen, wo wir die Bevölkerung unbedingt motivieren müssen, eine Auffrischungsimpfung sich zu holen. Das werden wir auf jeden Fall brauchen, weil das ist schon die Lehre auch aus dieser BA2-Variante. Es ist ein bisschen klein gesprochen worden und dabei ist übersehen worden, dass wir, auch wenn es mangelhaft und noch besser sei erkennt, doch eine sehr hohe Durchimpfungsrate und Quote unserer Bevölkerung da ist. Die wird im Herbst viel schlechter sein, wenn wir nicht auffrischen. Und wir sehen in anderen Ländern, die von vornherein noch eine viel niedrige Durchimpfungsquote haben, wenn wir nur schauen, was in Shanghai gerade passiert, dort ist die Durchimpfungsquote viel schlechter als wie bei uns und noch dazu ein nicht so wirkungsvoller Impfstoff in Verwendung, sehen wir, was auch die BA2-Variante und Omikron in der Lage war zu verursachen. Also bei uns ist das halt so typisch österreichisch, alles dann schon wieder schön geredet worden und klar geredet worden. Aber diese Variante, die kann schon was. Und wir sehen jetzt, wo wir schon auch diese Frage von Long-Covid sehr gut beurteilen können, dass jedenfalls die Impfung dazu beigetragen hat, bei vielen Patienten keine langwierigen Long-Covid-Syndrome zu erzeugen. Respektive anders gesagt, Menschen, die nicht geimpft sind, eindeutig viel stärker auch betroffen sind von den langen, teilweise Monate, jahrelangen Nachwirkungen im Sinne von Long-Covid betroffen sind. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben gestern wieder einen Vortrag zu dem Thema gehört von einem der führenden Ärzte in Wien, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und er sagt, es ist eigentlich unglaublich, wie stark der Zusammenhang ist, Entwicklung von Long-Covid-Syndromen und gleichzeitig der Status geimpft oder nicht geimpft. Also daher muss es unser aller Anliegen sein, dass wir im August, September die Impfquote und die frisch aufgefrischte Impfquote der österreichischen Bevölkerung wieder nach oben kriegen. Dennoch gibt es eine Diskussion, ob es dafür eine Impfpflicht braucht. Derzeit ist sie ausgesetzt. Die Frage ist, wird sie überhaupt je wieder eingesetzt? Das Gesetz gibt es ja noch. Wie ist denn Ihre Meinung zu dieser Impfpflicht? Brauchen wir diese Impfpflicht noch? Oder gibt es andere Methoden, wie man die Leute vielleicht positiv dazu motivieren kann, sich impfen zu lassen? Ja, ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass Überzeugungsarbeit immer die bessere Variante ist als Pflichten. Der Überzeugung war ich sowieso immer. Wir waren nicht sehr erfolgreich in der Überzeugungsarbeit, aus vielen verschiedenen Gründen. Wenn man die Pandemie mitten in der Pandemie absagt, dann darf es sich nicht wundern, dass viele Leute sagen, okay, dann brauchen wir Impfen auch nicht mehr gehen. Das waren Sündenfälle, die wir nie aufgeholt haben, über die wir aber schon mehrfach gesprochen haben. Daher möchte ich jetzt nicht lang bei dem Thema bleiben. Wir werden sehen, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen. Ich bin ein leidender Befürworter der Impfpflicht. Lieber ist mir, wenn wir sie natürlich nicht brauchen. Wir werden aber auf jeden Fall eine Durchimpfungsquote brauchen, eine hohe, weil sonst können wir wirklich riesige Probleme kriegen. Also daher zurück zu Ihrer Ausgangsphase, haben wir Covid-19 hinter uns gelassen? Nein, bei weitem nicht. Das Ding hat nach wie vor ein höllisches Potenzial, uns wirklich noch einmal ordentlich zuzusetzen. Sind wir auf den Herbst Ihrer Meinung nach gut genug vorbereitet? Weil wir haben ja jetzt 2 Sommer hinter uns und die Fälle wurden eigentlich jedes Mal wiederholt. Die Zahlen sind runtergegangen, dann haben wir einen super schönen Sommer gehabt und im Herbst waren alle überrascht, dass die Zahlen wieder raufgegangen sind. Jetzt wissen wir ja alle mittlerweile, dass die Zahlen wieder raufgehen werden im Herbst. Ja. Werden die Vorbereitungen Ihrer Meinung nach bundesweit auch schon getroffen? Also jedenfalls habe ich das Gefühl, wie niemals zuvor, dass wir jetzt einen Gesundheitsminister haben, der das ernst meint mit dem vorbereitet sein wollen. Wir haben dazu sehr, sehr gute Diskussionen und gemeinsame Gespräche und haben uns auch ausgemacht, dass wir das gemeinsam machen. Dazu gibt es auch vereinbarte Termine, da gibt es auch inhaltliche Arbeitsgruppen dazu. Werden wir dann gut vorbereitet sein, werden wir erst im Sommer beurteilen können. Da können Sie mich gerne nochmal fragen, ob ich dann das Gefühl habe. Jetzt habe ich jedenfalls das Gefühl, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der diesen Wunsch der Bundesländer, vorbereitet sein zu wollen, wirklich aufgreift. Und damit bin ich im Augenblick sehr zufrieden. Es gibt auch eine Diskussion nach wie vor über die
wenigen Maßnahmen, viele sind es ja nicht mehr, die noch in Kraft sind. Mit dem Osterwochenende wurde der große Lauf gehoben. Aber im Handel gibt es noch eine Maskenpflicht. Da gibt es mittlerweile einen offenen Brief der großen Handelsunternehmen, dass auch die Maskenpflicht in den Supermärkten aufgehoben werden soll. Braucht man dort wirklich noch eine Maske, wenn man im Club mittlerweile keine mehr braucht? Naja, der Gedanke der Maskenpflicht in diesen systemwichtigen Bereichen ist der Gedanke, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die nicht in den Nachtclub gehen. Es erst einmal viele Menschen gibt, die mit oder ohne Maskenpflicht nicht in den Nachtclub gehen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die noch immer sehr, sehr vorsichtig sein wollen. Es gibt ja auch noch immer Menschen, die noch nicht angesteckt waren, die noch nicht positiv waren und die gar keinen Bock drauf haben, sich jetzt in der auslaufenden Phase anzustecken, die nach wie vor sehr vorsichtig legen, die regelmäßig testen gehen, die überall die Maske tragen wollen. Und die gehen in bestimmte Bereiche hinein und in andere Bereiche nicht. Und dort, wo sie hineingehen müssen, und hineingehen muss man in den Lebensmittelhandel, hineingehen muss man in die Apotheke, hineingehen muss man auf die Bank, auf die Post etc. Diesen Menschen dort einen geschützten Raum, wie soll ich sagen, anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, halte ich für vernünftig. Und daher stehe ich auch hinter diesen Maßnahmen der derzeitigen Regelungen. Ich verstehe, dass das aus der Blick des Nachtclubgehers unlogisch erscheint, das kann ich nachvollziehen, aber die Logik war eine ganz andere und die Intention eine andere. Man wollte einen geschützten Raum für die Menschen haben, die nach wie vor sehr vorsichtig sind und Angst haben, sich anzustecken. Und die Bereiche, wo man auf jeden Fall hingehen muss, die zu besonderen Schutzräumen und Schutzorten weiterhin zu halten, so wie wir sie auch im Spital halten, so wie wir sie auch im Pflegeheim halten. Also da gilt die gleiche Logik und die gleiche Intention. Ins Spital muss man gehen, wenn man krank ist. Daher gibt es dort besonders strenge Spielregeln und die gibt es nach wie vor. Und die werden auch bis zum Sommer und wohl auch über den Sommer sicherlich nicht auf Null runtergehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Was auch diskutiert wird, ist die Quarantäneverpflichtung, die es ja nach wie vor gibt, auch wenn man symptomlos ist. Da hat sogar der Tiroler Ärztekammerchef mittlerweile gefordert, dass man darüber nachdenken soll. Wird diese Quarantäneverpflichtung Ihrer Meinung nach noch aufrecht bleiben über die nächsten Monate? Definitiv. Ich meine, das ist eine der Grundprinzipien überhaupt von Pandemiebekämpfung und das ist eines der Grundprinzipien dessen, was man machen kann in einer Epidemie. Da braucht man gar keine Pandemie dazu. Das machen wir bei jedem Masernausbruch in jeder Schulklasse. Mir ist die Position des neuen Tiroler Ärztekammerpräsidenten nicht nachvollziehbar, aber ehrlich gesagt, mir ist es wurscht. Okay, ich würde gerne zu einem anderen Thema kommen, dass mittlerweile die Menschen mindestens gleich, wahrscheinlich sogar mehr betrifft als Corona und so das Thema Teuerung. Wir haben gestern die neuen Inflationszahlen bekommen, 6,8%, höchster Wert seit mehr als 40 Jahren. Was muss denn passieren, um das abzufedern? Weil dieses Paket, das die Bundesregierung beschlossen hat, spürt bisher kaum jemand. Nein, ich würde sagen, das ist einmal ein netter Auftakt und besser als wir nichts. Wir waren ja bis jetzt einmal geprägt von der Frage der Energiekostensteigerungen. Und da hat der Bund ein bisschen was gemacht. Wir haben ein sehr großes Paket für die Wiener Bevölkerung geschnürt, für alle Menschen, die die steigenden Energiepreise so stark im Börsel spüren, dass es wirklich dann auch schon substanziell für die Menschen problematisch wird, wenn sie dann kein Warmwasser mehr hätten oder keine Heizung mehr hätten. Inakzeptabel. Da haben wir ein großes Energieunterstützungspaket einmal für die Wienerinnen und Wiener geschnürt. Aber zweifelsohne, das ist erst der Beginn der Debatte. Und zu Recht gibt es natürlich auch dann auch die Fragestellung, ist es in Ordnung, dass der Finanzminister durch die Teuerung der Energiepreise, die ja der erste Schritt sind, und dann werden alle Produkte jetzt teurer, alle Leistungen werden teurer, ist es in Ordnung, dass der Finanzminister jetzt plötzlich einen unerwarteten Geldsegen auf der Umsatzsteuereinnahmeposition hat? Und da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich nicht in Ordnung, dass das so ist, sondern es muss natürlich jetzt zu einer Umverteilung kommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und da halte ich es mit dem Chef des Fiskalrates, dem Professor Badl, den ich unglaublich schätze, der da erst vor kurzem sehr gescheit gesagt hat, erstens einmal, es braucht jetzt eine wirkliche Beschäftigung mit dieser Frage der Umverteilung. Wenn der Finanzminister mehr Geld einnimmt, muss es den Menschen wieder zurückgeben. Ich halte es gescheit, was der Badl gesagt hat, nämlich man muss schauen auf die Gruppe, und das sind nicht nur die Sozialhilfeempfänger, sondern die Schwachen in unserer Gesellschaft. Das sind die Alleinerziehenden, das sind die Alleinverdiener, das sind die Menschen in den unteren Einkommensrängen, dass wir schauen, dass wir dort den Menschen die Kaufkraft wiedergeben, die sie durch die Inflation verlieren,
dass es wichtiger ist wie eine allgemeine Erleichterung. Menschen, die in meiner Einkommensklasse oder in ihrer Einkommensklasse sind, sind zwar auch angefressen, wenn die Energiepreise steigen, und mir quält es auch, wenn ich so viel mehr zahlen muss für meine Fernwärme, aber wir beide können es uns leisten. Das müssen wir am Ende des Tages zugeben, auch wenn es uns ärgert und auch wenn es uns ein bisschen zusetzt, aber wir können es uns leisten. Das heißt, wir beide brauchen wohl eher wenig Unterstützung vom Staat, um uns das leisten zu können. Aber es gibt Menschen, die dann vor einem wirklichen Problem stehen, dass die dann keine Heizung mehr haben. Und das Gleiche wird dann gelten bei der Frage, wenn wir einkaufen gehen, in Lebensmittelhandel, wenn wir uns die notwendigen Dinge des Lebens besorgen müssen. Dort braucht es jetzt zielgerichtet sozialpolitisch intelligente Unterstützungsmaßnahmen. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist und dass es auch geschickt ist, sozusagen das zu einer allgemeinen Erleichterung werden zu lassen, indem man zum Beispiel die Umsatzsteuer senkt, ja. Sondern es muss zielgerichtet werden. Ja, die Halbierung der Mehrwertsteuer hat ja zum Beispiel der Lebensmittelhandel gefordert. Ja, ich glaube, dass es geschickter ist, zielgerichtet zu sein. Nämlich die Gruppen, die sozial schwachen Gruppen, dort stärker hinein zu investieren, als wie quer durch die gesamte Bevölkerung. Was heißt das zielgerichtet? Sie sind dann für Unterstützungen, die sollen sozusagen monatlich eine Art Teuerungsausgleich bekommen? Natürlich, oder? Es muss über die Arbeitslosenunterstützung geredet werden, wo man, wenn man die erhöht, automatisch mehr Menschen dann in die Unterstützungsleistung kommen. Man muss über die Sozialhilfe Richtsätze reden, man muss über die Mindestpensionisten reden, und wenn man diese Sätze hebt, werden automatisch mehr Menschen involviert in diese Systeme und bekommen dann wieder die Kaufkraft zurück, die sie durch diese Teuerung verloren hat. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in dieser großen Bevölkerungsgruppe, und da reden wir nicht über ein paar Tausend, da reden wir über Hunderttausende in Österreich, die davon betroffen sind, dort muss die Kaufkraft erhalten werden. Das ist wesentlich wichtiger als eine allgemeine Senkung der Umsatzsteuer. Jetzt haben Sie auch kurz in einem Nebensatz die Arbeitslosen angesprochen. Müsste das Arbeitslosengeld Ihrer Meinung nach an die Inflation angepasst werden? Ja, definitiv. Also 6-7% erhöht. Ja, das ist das, wovon ich gerade spreche, ganz genau. Also da muss zu einer wirklichen großen Umverteilung kommen. Sonst befürchte ich, dass wir das Problem haben werden, dass die Bevölkerung auseinanderdriftet. Weil ich habe es absichtlich gesagt, wir beide können es uns leisten. Wir werden weiter warmes Wasser zu Hause haben. Wenn aber eine große Gruppe der Bevölkerung das sich nicht mehr leisten kann, dann driftet unsere Gesellschaft auseinander, und das kann niemand wollen. Und daher muss es zielgerichtet intelligente Umverteilungspolitik geben, und das darf nicht sozusagen ein Einheitsbrei sein quer durch alle, sondern das muss wirklich zielgerichtet sein, um unsere Gesellschaft beisammen zu halten, sie geschlossen zu halten. Wird es da in Wien eigene Maßnahmen geben, abseits von dem, was der Bund jetzt plant? Ja, ich habe es schon vorhin erzählt, wir haben jetzt ein großes Energieunterstützungspaket geschnürt. Aber die Systeme, die wir brauchen, um das zu korrigieren, wovon wir gerade geredet haben, das kann ein Land alleine nicht machen. Also es ist völlig wurscht, ob wir wollen oder nicht. Dort haben wir keinerlei Kompetenzen. Das sind alles bundespolitische Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen. Abschließend würde ich noch gern zu dem Thema kommen, das natürlich auch diese Teuerungswelle auslöst, nämlich der Krieg in der Ukraine. Mittlerweile haben wir auch sehr, sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich, viele davon in Wien. Wie läuft es denn mit der Integration dieser ukrainischen Flüchtlinge? Ich würde so sagen, wir haben einmal diesen ersten Schwung und diese erste Welle haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Da haben Bund und Länder, glaube ich, durchaus einen guten Job gemacht. Ich glaube, dass es auch bemerkenswert ist, mit welcher großen Selbstverständnis eigentlich auch unsere österreichische Bevölkerung sagt, ein neutrales Land hat trotzdem nicht die Balkonfunktion, sondern ein neutrales Land hilft den Menschen. Das ist der Job dann des neutralen Landes. Wir wollen keine Waffen liefern, wir können keine Soldaten liefern, aber ein neutrales Land sitzt nicht am Balkon in der ersten Reihe und schaut zu, sondern ein neutrales Land sagt, wir nehmen dafür eine besondere Unterstützung für Flüchtlinge. Und das ist großartig, mit welcher Kraft und mit welcher Energie die österreichische Bevölkerung hier Bereitschaft gezeigt hat und Bereitschaft zeigt, jeden Tag die Flüchtlinge aufzunehmen. Also ich glaube, mit dieser ersten Phase, dieser erste Schwung auch an Menschen, die gekommen sind, können wir durchaus zufrieden sein. Aber wir haben natürlich noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu machen. Also wir sind ja in intensivem Austausch und Diskurs mit dem Innenministerium. Es funktioniert noch nicht sehr gut, die Koordination zwischen den einzelnen Bundesministerien. Das ist noch alles ein bisschen sehr, sehr, sehr viel Solo, das da stattfindet. Und es gibt natürlich einige zentrale Fragen, die noch nicht geklärt sind, wo es ganz klare Punkte gibt, wo die Bundesländer gesagt haben, das muss die Bundesregierung jetzt auf die Reihe kriegen. Wir können
Wir haben noch immer keine klare Information, obwohl das eigentlich nach der europäischen Richtlinie, wo diese Massenfluchtbewegung definiert worden ist, wo ja an sich Österreich mitgestimmt hat, dass es stattfindet, steht eindeutig drinnen, der Zugang zu den sozialen Systemen muss gleich sein. Es gibt noch keine klaren Aussagen, wie soll das mit der Familienbeihilfe sein, wie soll das mit dem Kindergeld stattfinden etc. Das wird aber zentral relevant sein, wenn wir jetzt dann in die langfristige Betreuung gehen und auch in die Integration gehen, weil wenn die Frauen, die mit ihren Kindern da sind, arbeiten gehen sollen und wollen, dann muss die Kinderbetreuung gewährleistet sein. Und dazu braucht es eben dann auch die entsprechenden Mittel aus dem Bereich der Familienbeihilfe und, und. Also alle diese Fragen sind noch nicht geklärt. Wir werden dazu Anfang Mai eine Sitzung haben mit dem Innenministerium wieder, alle Flüchtlingsreferenten mit ihm. Und das wird sicherlich im Mai ein zentrales Thema sein. Es passen auch die Tagsätze nicht, das wissen wir schon seit langer Zeit. Wir bekommen sehr viele Menschen mit Behinderung, wir bekommen sehr viele Kinder ohne Begleitung. Und hier sind die Tarife der Grundversorgung nicht geeignet, um hier eine brauchbare Versorgung zu gewährleisten. Und in allen Bundesländern sind wir da betroffen, nicht nur in Wien, sondern wirklich in allen Bundesländern sind große Gruppen von behinderten Menschen hin evakuiert worden. Das ist doch gut so, aber wir müssen dort jetzt Betreuungsstrukturen aufbauen können. Und dazu braucht es jetzt noch eine Einigung mit der Bundesregierung. Die Bundesländer sind hier geschlossen. So wie das jetzt funktioniert, kann es nicht sein. Der Rechnungshof hat das schon vor 2 Jahren sehr unmissverständlich gesagt, dass hier eine wirkliche Bewegung kommen muss. Aber ich bin auch hier durchaus zuversichtlich, dass das zwar jetzt noch einige intensive Gespräche braucht, aber wir haben uns mit dem Innenminister verständigt darauf, dass wir ein Realkostenmodell entwickeln wollen für die Grundversorgung, wo dann die echten Kosten, die wir eben brauchen für die Betreuung von behinderten Kindern, für die Betreuung von unbegleiteten Kindern, wo die Minderjährigen alleine zu uns kommen und so weiter und so weiter, dass wir in all diesen Bereichen ein Realkostenmodell in die Grundversorgung einbauen. Und wenn wir das erledigt haben, sind diese Rahmenbedingungen auch fertig, um auf das vorbereitet zu sein, was uns möglicherweise noch stattfinden wird. Nämlich, Sie wissen, die Expertinnen und Experten rechnen damit, dass noch einmal eine große Fluchtbewegung kommt. Abhängig natürlich von dem Fortgang in der Ukraine selbst. Das können wir alles nur beobachten und nicht entscheidend, nicht beeinflussen. Ich hoffe natürlich, dass der Krieg dort so rasch wie möglich zu Ende ist. Und ich hoffe, dass die Menschen ihren wichtigsten Wunsch auch erfüllt bekommen, nämlich wieder zurückgehen zu können in ihre Länder, aber es kann, in ihr Land. Aber es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und darauf sind wir noch nicht vorbereitet. Das muss man ganz klar sagen. Da sind noch viele Hausübungen offen für die Bundesregierung. Und im gemeinsamen Wirken dann Bund und Länder braucht es dann noch Vereinbarungen, die wir im Mai unbedingt unter Dach und Fach bekommen müssen. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp hat für einigen Wirbel gesorgt, weil er sich aufgeregt hat über die SUVs von vermeintlichen ukrainischen Oligarchen, die Wiener Innenstadt zupacken. Was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Aussage gehört haben? Ehrlich? Bitte, ja. Ein typischer Knepp. Ich meine, ich gehe davon aus, dass hätten wir die gleiche Situation wie diese furchtbar armen Menschen in der Ukraine, dass wir in einen Krieg verwickelt wären, dass auch der Herr Knepp mit seinem SUV in die Schweiz flüchten würde und nicht mit dem Vorarlberg. Das ist das, was mir eingefallen ist, und mehr kann man dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Und ganz zum Schluss noch, es gibt eine Diskussion über das Wahlarztsystem. Die ÖGK will das aus des Wahlarztsystems. Wie sehen Sie das? Ja, es ist auf jeden Fall ein Problem. Ich finde es gut, dass es jetzt diskutiert wird. Und da gibt es auch jetzt in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Vorschlägen. Ich finde das für notwendig auch. Also ich sehe es ja auch in Wien. Wir haben in einigen Bereichen ein wirkliches Versorgungsproblem in der Zwischenzeit mit Ärztinnen und Ärzten in bestimmten Fächern. Wenn ich nur an die Gynäkologen denke, wenn ich an die Kinderärzte denke, an die Kinderpsychiatrie denke, wenn ich an Urologen denke und einige andere Fächer, wo man echt schon Schwierigkeiten hat, einen Arzt zu finden. Und das kann es einfach nicht sein. Also die Menschen haben zu Recht den Anspruch, dass sie einen ordentlichen Kassenarzt finden und eine Behandlung bekommen und eine Diagnose bekommen in einer erträglichen Zeit. Ich schließe mich nur nicht an, das einzelnen Ärzten zum Vorwurf zu machen. Ja, also Ärzte bewegen sich so wie alle Menschen immer im Rahmen von Systemen. Und wenn ein System so konstruiert ist, wie es im Augenblick der Fall ist, dass für einen Arzt interessant ist, Wahlarzt zu sein, dann ist es nicht ein Problem des einzelnen Arztes, der das tut, sondern es ist ein Problem der Systematik, in der wir stecken. Und da ist es auf jeden Fall notwendig, diese Systematik zu ändern. Da gehört die Ärztekammer dazu, da gehört der ÖGK dazu und möglicherweise auch der Bundesgesetzgeber, der hier eingreifen muss. Der Zustand jedenfalls und die Entwicklung der letzten Jahre, dass wir immer mehr Wahlärzte haben, wo man aus dem eigenen Geldbeutel dazuzahlen muss, während wir
durchaus relevante Beträge Sozialversicherungsbeiträge zahlen, der ist jedenfalls absolut nicht mehr zu akzeptieren und da muss es zu Veränderungen kommen. Es gibt unterschiedliche Vorschläge. Ich merke auch, dass sich bei mir auch viele Kassenärzte beschweren, dass sie selbst strengen Regulativen unterliegen, auch Gebietsregulativen unterliegen. Und schon in der Nachbarwohnung kann sie jederzeit eine Wahlarztniederlassung Konkurrenz machen. Und das ist ein Zustand, der ist inakzeptabel. Also ja, wir werden hier eine wirklich tiefgehende Änderung brauchen. Herr Stadtrat, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne, danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Und dann ist Komplexitätsforscher Peter Klimek gleich zu Gast bei mir. Auch mit ihm spreche ich natürlich über die aktuellen Corona-Zahlen und wie ist seine Einschätzung zu dem Ganzen? Wann kommt es oder könnte es zum nächsten Anstieg kommen und wie sieht er den Herbst? Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.